Hallo, schön, dass du hier bist. In der heutigen Sequenz liegt der Fokus auf die liebevolle, herzöffnende Praxis deines Körpers im Bereich deines vierten Chakras, dem Anahata-Chakra oder auch Herzchakra genannt. Das Herzchakra steht für bedingungslose, universelle Liebe, Mitgefühl, Empathie, Akzeptanz dir selbst und anderen gegenüber. Mithilfe von Rückbeugen öffnen und weiten wir deinen Herz- und Lungenraum, wodurch deine Atemqualität zunimmt und dein Blut mit mehr Sauerstoff angereichert wird. Also auf die Matte, öffne dein Herz und lass deine Liebe strahlen. Wir beginnen mit einer Liebesmeditation im Fersensitz. Dreh dafür deine linke Handinnenfläche nach oben, die rechte ganz entspannt auf deine Knie oder Oberschenkel ab. Achte darauf, dass du eine bequeme Sitzposition einnimmst, die du ein paar Minuten halten kannst. Hol dir gegebenenfalls noch Hilfsmittel hinzu. Deine Wirbelsäule ist lang und aufrecht. Dein Atem fließt frei, entspannt. Nimm einige tiefe Atemzüge und spüre zunächst den Atem in deinem Körper. Folge dem Atem mit der Aufmerksamkeit in den Körper hinein und aus dem Körper wieder hinaus. Wenn du einatmest, stell dir vor, wie dein Körper Sauerstoff aufnimmt und ihn mit Liebe, Energie und Kraft füllt. Wenn du ausatmest, gib ab, was du nicht mehr brauchst, lass es los. Einatmen und Ausatmen sind beide wichtig zum Leben. Atme alles Positive ein und atme, was du nicht mehr brauchst, aus. Wende deine Gedanken ganz dem Atem zu. Genauso wichtig wie der Atem zum Leben ist die bedingungslose Liebe. Liebe ist Nahrung. Liebesenergie beflügelt und beruhigt. Liebe ist Licht, da sie denjenigen erleuchtet, der sie aussendet und empfängt. Liebe ist Schwerkraft, weil sie einige Leute dazu bringt, sich zu anderen hingezogen zu fühlen. Liebe ist Macht, weil sie das Beste, das wir haben, vermehrt und nicht zulässt, dass die Menschheit durch ihren blinden Egoismus ausgelöscht wird. Liebe zeigt und offenbart. Durch die Liebe lebt und stirbt man. Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe. So Albert Einstein. Wenn du einatmest, atme Licht und Liebe ein. Wenn du ausatmest, gib Licht und Liebe ab. Stell dir über dir eine grüne Lichtkugel vor. Einatmend atmest du diese helle Kugel aus grünem Licht ein. Das grüne Licht strömt in deinen Kopf ein, durch deinen Hals, die Schultern, hinab in deine Fingerspitzen. Atme aus. Und sobald du wieder einatmest, nimm mehr von dem grünen Licht in dir auf und stell dir vor, wie es seinen Weg durch deinen Körper weiter fortsetzt. Durch den Brustkorb und den Rücken, die Wirbelsäule hinunter, durch die Hüften bis zu den Beinen. Das Licht, das du einatmend in deinen Körper bringst, bringt Liebe in jede Zelle deines Körpers, in jedes Organ,
jeden Knochen, jeden Muskel und jedes Gelenk, wenn es einen Bereich in deinem Körper gibt, in dem du Beschwerden hast, konzentriere das einatmende Licht in diesen Teil deines Körpers, bis du diesen Bereich voll von Licht sehen kannst. Atme das Licht weiter ein und spüre, wie es die Beine hinabströmt, durch die Knie, die Waden, die Knöchel und Füße bis zu den Zehen. Dein Körper und jede Zelle ist nun völlig von dem grünen Licht der Liebe ausgefüllt. Atme noch einmal alles Negative ganz bewusst aus und gib alles ab, was deine Liebe blockiert. Von hier stell dir nun vor, wie all das grüne Licht aus deinem Körper über deine rechte Hand in den Boden fließt. Atme aus. Atme ein. Stell dir vor, wie du all die Liebe aus deiner Umgebung in dir aufnimmst und das grüne Licht der Liebe über deine linke Handinnenfläche wieder hinein in deinen Körper, hin zu deinem Herzen strömt. Du spürst eine allumfassende Liebe, die in dich hineinströmt, alles berührt, alles umhüllt. Lass diese universelle Liebe fließen. Sie füllt dich komplett aus. Mit der nächsten Ausatmung gibst du all diese Liebe wieder über deine rechte Hand in die Welt ab. Atme noch einmal Licht und Liebe ein. Atme Licht und Liebe aus. Ich lade dich ein, dir nun eine Intention für die heutige Stunde oder den Tag zu setzen. Diese Intention kann dir helfen, Mitgefühl, Freundlichkeit und Liebe zu kultivieren. Du kannst diese Stunde auch einer Person widmen, die gerade jetzt besonders viel Liebe gebrauchen kann. Lege deine Hände auf deinem Herzraum im Lotus-Mudra ab. Halte deine Hände auf Höhe deines Herzens. Lass deine Handgelenke sich berühren. Spreize alle Finger und führe dann Daumenspitze auf Daumenspitze sowie Kleinfinger auf Kleinfinger. Stell dir vor, wie dieser grüne Lichtkegel aus deinem Herzraum hinaus zwischen deine Hände wandert und sende nun all diese Liebe in deine Intention oder zu dieser Person. Hebe dabei deine Hände über deinen Kopf nach oben. Lass dein grünes Licht der Liebe leuchten. Atme aus, bring deine Hände vor deinem Herzraum zusammen. Ins Anjali Mudra, Handinnenflächen berühren sich. Atme noch einmal tief ein. Atme aus. Neig deinen Kopf voller Liebe und Dankbarkeit in Richtung Fingerspitzen. Wenn du soweit bist, dann löst langsam auf, lass deine Hände wieder in Richtung Knie, Oberschenkel schmelzen und wir beginnen mit der Asana-Praxis. Komm dafür in die Haltung des Kindes, streck deine Arme lang nach vorne aus, bring deine Stirn auf die Matte. Atme tief durch die Nase ein, durch den geöffneten Mund aus. Atme ein und aus. Bring von hier aus deinen linken Arm entlang deines Körpers auf die Matte, Fingerspitzen zeigen nach hinten. Und komm mit der nächsten Einatmung in den Vierfüßlerstand. Kreis deinen linken Arm über vorne nach oben. Atme aus, komm in die Haltung des Kindes, leg den linken Arm wieder ab. Noch zweimal so, atme ein, Vierfüßlerstand, linker Arm über vorn kreisen. Atme aus, Haltung des Kindes. Atme ein, schieb dich hoch, kreis den linken Arm. Atme aus, Gesäß in Richtung Ferse, Stirn auf die Matte. Atme ein, komm wieder in den Vierfüßlerstand, streck linken Arm und rechtes Bein diagonal. Atme aus, werd rund, Knie, Ellenbogen berühren sich.
Atme ein, werd lang. Atme aus, werd rund und kompakt. Kinn in Richtung Brustbein. Einatmen, werd lang. Atme aus, Knie, Ellenbogen berühren sich. Atme ein, streck dich, mach dich noch einmal ganz lang und beug von hier aus dein rechtes Bein. Greif deinen rechten Knöchel mit deiner linken Hand für den halben Bogen. Atme tief ein hier und aus. Von hier aus löse auf, mach dich noch einmal lang, linken Arm, rechtes Bein diagonal strecken und von hier aus senk ab. Komm in die Haltung des Kindes, beide Arme nach vorne ausgestreckt. Bring deinen rechten Arm entlang deines Körpers auf die Matte zum Liegen, Fingerspitzen zeigen nach hinten. Mit der nächsten Einatmung schieb dich hoch, Vierfüßlerstand, kreis den rechten Arm über vorn nach oben. Atme aus, Haltung des Kindes. Atme ein, schieb die Hüften nach oben, kreis den rechten Arm. Atme aus, leg dich ab. Noch einmal. Einatmen, kreis den rechten Arm über vorn nach oben, atme aus, Stirn auf die Matte, Arm ablegen. Mit der nächsten Einatmung komm hoch in den Vierfüßlerstand, streck deinen rechten Arm, dein linkes Bein diagonal, werd lang. Atme aus, runde den Rücken, Ellenbogen, Knie und Kinn berühren sich. Atme ein, klapp auf, Arm und Bein parallel zum Boden, atme aus, werd rund. Atme ein, werd lang. Atme aus, werd rund und kompakt. Atme ein, werd noch einmal lang. Und greif nun deinen linken Knöchel mit deinem rechten Arm für den halben Bogen. Tief ein. Und ausatmen. In der nächsten Einatmung streck dich noch einmal lang. Arm und Bein strecken. Atme aus, senk ab, Vierfüßlerstand. Krabbel mit deinen Händen in Richtung Mattenanfang nach vorne, leg die Stirn ab. Melting Heart, öffne dein Herz. Deine Hüfte über deine Knie gestapelt, Fußrücken geerdet. Tief ein und ausatmen. Heb deinen Kopf an. Schieb dein Gewicht in die Hände und senk deine Hüfte in Richtung Matte. Komm auf deine Unterarme für die Sphinx. Achte darauf, dass du nicht kollabierst, sondern Raum schaffst, Schultern weg von den Ohren. Schieb deine Schulterblätter zusammen, öffne dein Herz, schau nach vorn, atme noch einmal ein und aus. Stell deine Fingerspitzen rechts und links neben deinem Brustkorb auf. Deine Ellenbogen zeigen in Richtung Decke. Atme ein, streck die Arme durch, heb deinen Oberkörper an, öffne dein Herz. Atme aus, leg dich ab, Stirn auf die Matte. Atme ein, öffne dich. Atme aus, leg ab. Atme ein, schieb dich noch einmal nach oben. Atme aus, leg ab. Atme ein, schieb dich nach oben, schaue die rechte Schulter nach hinten. Atme aus, senk ab. Atme ein, schaue über die linke Schulter nach hinten. Atme aus, leg ab. Atme ein, schieb dich ein letztes Mal nach oben, öffne dein Herz. Atme aus, senk ab. Stell deine Fußspitzen auf, erde deine Hände auf die Matte. Bring dein Gesäß in Richtung Fersen nach hinten, streck die Beine lang durch, komm in deinen herabschauenden Hund, für drei tiefe Atemzüge ein, aus, ein, aus, ein und aus. Laufe nun Schritt für Schritt zum Mattenanfang nach vorne. Komm in die ganze Vorbeuge. Deine Füße hüftgelenksbreit auseinander. Greif gern deine gegenüberliegenden Ellenbogen und pendel von links nach rechts, von rechts nach links. Löse auf und komm Wirbel für Wirbel hoch ins Stehen.
Atme ein, zieh deine Schultern zu den Ohren. Atme aus, roll sie nach hinten unten ab. Atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben, verschränk die Hände, dreh die Handinnenflächen nach oben. Atme aus, neig dich rüber zur rechten Seite. Atme ein, komm in die Mitte. Atme aus, rüber nach links, ganz lange rechte Flanke. Atme ein, komm in die Mitte. Atme aus, löse auf, senk die Arme und bring deine Hände nun auf deinen unteren Rücken. Fingerspitzen zeigen nach oben, Ellenbogen schieben zusammen. Atme ein, lehn dich zurück. Schieb mit den Händen in deinen unteren Rücken. Atme ein hier und aus. Atme ein, komm wieder hoch ins Stehen. Löse auf, Hände gleiten zu den Seiten, Tadasana. Atme ein, heb die Arme nach oben, mach dich lang. Atme aus, tauch tief, ganze Vorbeuge. Atme ein, halbe Vorbeuge, Rücken lang, parallel zum Boden. Atme aus, Hände auf die Matte, steig zurück in die schiefe Ebene. Atme ein, senk deine Knie. Atme aus, Brust und Kinn. Atme ein, schlängel dich durch, öffne dein Herz, Kobra. Atme aus, stell die Fußspitzen auf, herabschauender Hund. Achte darauf, dass dein Rücken lang ist, deine Schultern weg von den Ohren. Mit der nächsten Einatmung heb dein linkes Bein nach hinten oben in die Luft, dreibeiniger Hund. Atme aus, bring deinen linken Fuß zwischen deine Hände nach vorne. Atme ein, heb deinen linken Arm nach oben, easy twist, Blick folgt. Deine Arme sind in einer Linie, atme ein und aus. Mit der nächsten Einatmung richte deinen Oberkörper auf, als wenn dich jemand am linken Arm nach oben zieht. Arme parallel zum Boden, der Blick über die linken Fingerspitzen nach hinten. Deine rechte Hüfte schiebt nach vorn, dein rechter Oberschenkel nach innen rotiert. Mit der nächsten Einatmung kreist deinen linken Arm über vorne nach oben, beide Arme in Richtung Decke, High Lunge. Atme aus, streck dein linkes Bein, senk die Arme. Atme ein, beug dein Bein, heb die Arme. Ausatmung, strecken, senken. Atme ein, beugen, heben. Atme aus, strecken, senken. Atme ein, Arme heben, High Lunge. Atme aus, öffne dich noch einmal zur linken Seite. Arme parallel zum Boden. Krabbel von hier aus mit deiner linken Hand dein rechtes Bein entlang runter für den getwisteten Dancing Warrior. Komm mit der nächsten Einatmung wieder nach oben. Atme aus, Hände auf die Matte. Steig mit links einen großen Schritt nach hinten in die schiefe Ebene. Atme ein, senk deine Knie. Atme aus, Brust und Kinn. Atme ein, öffne dein Herz, schlängel dich durch Kobra. Atme aus, herabschauender Hund, für einen Zwischenatemzug ein. Aus. In der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein nach hinten oben in die Luft, dreibeiniger Hund. Atme aus, steig mit rechts einen großen Schritt nach vorn zwischen die Hände. Atme ein, heb den rechten Arm nach oben, easy twist, der Blick zum rechten Daumen. Komm mit der nächsten Einatmung in den getwisteten High Lunge, Arme parallel zum Boden, Blick über die rechten Fingerspitzen nach hinten. Die linke Hüfte schiebt tendenziell nach vorn, die rechte nach hinten. Atme ein, heb beide Arme über vorne nach oben, High Lunge. Atme aus, streck dein rechtes Bein, senk die Arme. Atme ein, beug dein rechtes Bein, heb die Arme. Atme aus, strecken, senken. Atme ein, beugen, heben. Atme aus, strecken, senken. Atme ein, beugen, heben, High Lunge. Atme aus, öffne dich zur rechten Seite, Arme parallel zum Boden. Bring deinen rechten Arm auf die linke Oberschenkelrückseite, getwisteter Dancing Warrior.
Atme ein, komm zurück in den getwisteten High Lunge, Arme parallel zum Boden. Atme aus, Windmühlenarme auf die Matte, steig mit rechts einen großen Schritt nach hinten, schiefe Ebene. Atme ein, senk deine Knie, atme aus, Brust und Kinn. Atme ein, schlängel dich durch Cobra. Atme aus, herabschauender Hund, ein tiefer Atemzug ein und aus. Super, wir kommen unserer Peak Pose schon näher. Atme ein, bring dein linkes Bein nun nach hinten oben in die Luft, dreibeiniger Hund. Atme aus, stell deinen linken Fuß zwischen die Hände nach vorne, senk dein rechtes Knie, lass deine rechten Fußspitzen aufgestellt. Atme ein, heb den linken Arm, easy twist, Blick folgt zum linken Daumen. Richte von hier aus, so wie vorhin, deinen Oberkörper nach oben, Arme parallel zum Boden, der Blick schaut über die linken Fingerspitzen nach hinten. Atme ein und aus. Atme ein, kreis mit dem linken Arm über vorne nach oben, beide Arme in Richtung Decke. Atme aus, streck dein linkes Bein, beug dich vor, Arme schwingen zurück. Atme ein, beug dein linkes Bein, Arme heben. Atme aus, strecken, senken. Atme ein, beugen, heben. Atme aus, strecken, senken, Arme ziehen nach hinten. Atme ein, Anjanasana, Low Lunge. Atme aus, twiste dich nach links. Atme ein, streck dein linkes Bein. Atme aus, bring deine linke Hand auf deinen unteren Rücken. Lehn dich zurück. Oder wenn du weitergehen möchtest, greif mit deiner linken Hand deine rechte Ferse. Schieb deine linke Fußsohle in die Matte, öffne dein Herz, lehn dich zurück. Für das tanzende Kamel. Komm nun langsam so wieder aus der Haltung raus, wie du reingekommen bist. Öffne dich zur linken Seite, beug dein linkes Bein. Easy Twist, linker Arm zieht nach oben. Atme aus, linke Hand auf die Matte. Heb dein rechtes Knie an, steig mit links einen großen Schritt zurück, schiefe Ebene. Senk über die Knie ab, schlängel dich durch, Cobra. Herabschauender Hund. Ein Zwischenatemzug hier ein und aus. Andere Seite. Atme ein, heb dein rechtes Bein nach hinten oben in die Luft, dreibeiniger Hund. Atme aus, steig mit rechts zwischen die Hände nach vorne. Senk dein linkes Knie, lass die linken Fußspitzen aufgestellt. Heb deinen rechten Arm nach oben für den Easy Twist, Blick folgt. Und komm mit der nächsten Einatmung hoch, Arme parallel zum Boden. Getwisteter Low Lunge, Blick über die rechten Fingerspitzen nach hinten. In der nächsten Einatmung kreist deinen rechten Arm über vorne nach oben. Beide Arme ziehen nun in Richtung Decke. Anjanasana. Atme aus, streck dein rechtes Bein, beug dich darüber, schwing die Arme nach hinten. Atme ein, beug dein rechtes Bein, heb die Arme. Atme aus, strecken, schwing die Arme nach hinten. Einatmung, beugen, Arme heben. Atme aus, streck das Bein, verneig dich. Atme ein, beug das Bein, Arme heben. Atme aus, twiste dich zur rechten Seite auf. Streck von hier aus mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein. Bring mit der Ausatmung deine rechte Hand auf deinen unteren Rücken, lehn dich zurück. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, greif mit der rechten Hand deine linke Ferse. Für das tanzende Kamel öffne dein Herz. Und aus. Atme ein, komm langsam wieder hoch, beug dein rechtes Bein, Arme parallel zum Boden. Atme aus, easy twist. Atme ein, rechte Hand auf die Matte. Atme aus, steig mit rechts einen großen Schritt nach hinten, schiefe Ebene. Senk über die Knie ab. Öffne dich, Cobra. Atme aus und schieb dich von hier aus in die Haltung des Kindes. Arme lang nach vorne ausgestreckt. Atme tief durch die Nase ein. Und durch den geöffneten Mund lösend aus. Neig deinen Kopf gerne einmal von links nach rechts. Gib dir eine kleine Massage. Und krabbel nun mit der nächsten Einatmung mit deinen Händen in Richtung Knie.
Richte deinen Oberkörper auf. Leg deine Hände nun auf deine Oberschenkel ab. Schenk dir einen letzten liebevollen Atemzug ein und aus. Bring deine Hände vor deinem Herzraum zusammen. Deine Daumenwurzeln berühren dein Brustbein. Stell dir nur noch einmal das grüne Licht vor, gefüllt mit all deiner Liebe. Sag dir innerlich noch einmal deine Intention auf, dein Sankalpa, deinen Herzenswunsch oder für die Person, die ganz viel Liebe braucht, vor Augen. Atme tief ein, heb die Arme nach oben und forme gerne noch einmal das Lotus-Mudra, wie am Anfang. Und sende all das Licht deiner Liebe in die Welt hinaus. Atme aus, senk deine Hände vor deinem Herzraum ab. Verbinde dich noch einmal mit deinem Wesenskern. Nimm dir noch einen Moment hier. Und senk langsam deine Stirn in Richtung Fingerspitzen. Dein Verstand verneigt sich vor deinem Herzen. Und auch ich verneige mich vor dir. Vielen Dank für dein Vertrauen, für deine Zeit und für deine Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Leonie.